Seid gegrüßt, meine lieben und tapfersten aller Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Audio. Ich habe die Master-Lautstärke auf 0 und die Musiklautstärke. So, denn ihr hört schon, ich habe Musik eingeblendet. Ja, bitte. Ja, jetzt hören wir wieder was, ne? Ich habe ein bisschen Musik eingeblendet. Und ich hoffe, dass die passt so vom Ambiente her. Ja, das hoffe ich einfach. Lass mal einfach mal dödeln. Wir haben einiges vor. Denn ihr hattet geschrieben in den Kommentaren, dass euch das ja grundsätzlich alles ganz gut gefällt. Dass hier aber auf jeden Fall noch ein Eimer rein soll in die Sauna. Bin ich auch für. Ich finde auch so ein kleines Wandregal würde sich hier ganz gut machen, ne? Wir können auch bestimmt die Decke noch färben. Also es gibt noch einiges zu tun. Ich nehme diesmal mal die Farbrolle. Und dann gucken wir doch mal. Ne, nicht die Gießkanne. Die Gießkanne brauchen wir überhaupt nicht. Wie könnte denn die Decke sein? So ein Grün, Blau, Schwarz, nein. So vielleicht? Oh ja, guck mal. So ist doch schick. So ist doch chillig. Ne? Wenn man dann hier so liegt. Wir gehen mal runter und holen uns mal. Wir holen uns mal einen Eimer. Denn der Joe Slow hatte geschrieben. Tatsächlich. Erstmal hat jemand geschrieben, dass es natürlich schade ist, dass wir hier noch kein Inventar haben. Ne? Das ist echt schade. Dass wir nicht Sachen in die Kiste packen können. Okay, warte, das Eisen kurz rausnehmen. Und der Joe Slow hatte geschrieben. Oh, stopp. Dass wir ja ein Fass nehmen könnten, das kleiner machen können. Und dann daraus im Grunde, ja, einen Eimer machen können. Finde ich eine coole Idee. Allerdings zeige ich auch gleich, was das Problem ist. Einrichtung ist das, glaube ich, das Fass. Es hat übrigens ein ganz winzig kleines Update gegeben, was aber nur ein paar Einstellungsmöglichkeiten beinhaltet. So, wo ist denn das Fass? Bin ich schon dran vorbei? Da. Dann müssten wir natürlich ein offenes Fass nehmen, ne? Fass offen. Da machen wir uns mal zwei Stück von, tatsächlich. Tatsächlich. Und warte mal, die Stühle, die können wir mal loswerden. Wir haben ja hier zwei Stühle. Die können wir ja theoretisch hier auf dem Balkon stellen, ne? Einfach so, dass man sich immer draußen hinsetzen kann. Wenn man, wenn man dazu Lust hat. Das Drehen kann man übrigens, wenn man auf C drückt, kann man dieses Drehen, und zwar ist das das hier, kann man auch noch kleiner einstellen, dass man das so im 10 Grad Bereich drehen kann. Das ist dann ein bisschen angenehmer. Wollen wir den hier so einfach mal ranstellen? Kommen wir dann hier noch durch? Das müssen wir ausprobieren. Da hilft nur probieren. Ja, ein bisschen schwer, ne? Müssen wir rüberspringen. Hui. Oh, die Uhr schlägt. Also sie schlägt einmal um 6 und einmal um 12, glaube ich. Ich glaube, sie schlägt nicht jede Stunde. Stellen wir uns die beiden Stühle einfach hier hin, ne? Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Bei mir ist sie gerade vielleicht ein Tucken laut. Da muss ich das vielleicht noch anpassen. So, und einen stellen wir hier hin. So, guck mal, dann kann man sich hier schön... hier kommt man dann nicht durch, aber naja. Okay, jetzt die Sache mit dem Fass vom Joe Slow. Da gehen wir einfach mal hier ran. Ne, haben wir schon gemacht. Fass haben wir schon gemacht. Jetzt zeige ich euch was. Schritt für Schritt, ne? Wenn ich jetzt hier das Fass nehme, kann ich das natürlich skalieren. Ne, das kann ich jetzt gar nicht skalieren. Das geht tatsächlich gar nicht im normalen Modus. Aber wenn ich jetzt die Konsole öffne und hier GM für Game Mode und dann eine 1 eingebe, dann können wir dieses Fass tatsächlich skalieren. Und zwar gehen wir hier mal auf 0,5. Ja, mal 0,5. So ist es ein bisschen lang, so wäre es eher so ein Schirmhalter, ne? Auch nicht schlecht. Und dann machen wir das ein bisschen kleiner, mal 0,5. So würde auch reichen, ne? Als Eimer. Ich finde sogar noch ein bisschen kleiner würde auch noch passen. So. Obwohl das ein bisschen klein für einen Eimer. Man muss jetzt halt das Größenverhältnis irgendwie rausfinden. Nein, ein Eimer ist auf jeden Fall 0,4, 0,5. So ist doch schon ganz nett für einen Eimer, ne?
Gehen wir mal hoch. Gucken wir mal. Ui, guck mal, wenn es da ganz hinten ist. Es ist winzig klein. Gehen wir mal, gucken wir mal, wie es hier drin wirkt. Wir stellen uns das einfach hier neben das Bett, ne? Hier so, würde ich sagen. Guck mal, da haben wir hier so einen kleinen Eimer, den wir dann benutzen können, um nachzugießen, ne? Leider haben wir keine Kelle, aber naja, man soll es ja nicht übertreiben, ne? Ich meine, man könnte jetzt ja zum Beispiel irgendwas da reinstellen, ne? Man könnte jetzt eine kleine Kelle bauen sich und dann könnte man die da reinstellen. Aber warte mal, ihr könnt so eine kleine Wandhalterung hin und da können dann die Sachen dranhängen, ne? Zum Beispiel auch Handtücher und so. Ah, warte mal. Das ist eine gute Idee. Und das andere Fass, das machen wir als Abkühlfass, machen wir das hier vorne hin. Damit man, wenn man rauskommt, dass man gleich ins Fass springen kann. Und da, dafür kann man das ja größer machen, ne? Man kann jetzt da zum Beispiel sagen, keine Ahnung, hier. Das ist auch ein schöner Blumentopf. So ist es ein schöner Blumentopf, ne? Ja, ja, es gibt einige Möglichkeiten. Wie groß muss das sein? 3x3 Meter? 3x... Boah, ist ganz schön groß, ne? Machen wir 2,5x2,5 Meter. Das sollte reichen. 2,5x2,5. Wenn wir das jetzt größer machen, wird das natürlich ganz schön hoch, ne? Ich finde, so ist schon ganz schick. So ist schon ganz schick. Dann stellen wir es hier einfach hier an die Wand dran. Zack. Jetzt haben wir noch eins, aber weil wir im Kreativmodus sind, ne? Wir sind im Kreativmodus. Das heißt, wir verlieren die Fässer gar nicht, wenn wir die jetzt aufbauen. Das ist ja witzig. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in den normalen Game-Mode. Also GM0 wäre das dann. Dann könnte ich das jetzt, könnte ich das jetzt zerschlagen, ja. Ich zerschlag das jetzt mal. Mit der 1. Pam. So ist kaputt. Das verschwindet aber gleich. Und jetzt gehe ich nochmal in den Game-Mode 0. 1, also für kreativ. Was hat mir eben noch nicht ganz gefallen. Deshalb mache ich dieses ganze Theater jetzt. Also, Game-Mode 1. Da ist unser Inventar. Auf der 5 haben wir das Fass. Es ist auch so groß geblieben, das ist schön. Jetzt setze ich das nämlich erstmal hier hin. Das ist schon gar nicht so schlecht. Aber ich will das noch ein bisschen absenken. Dafür gehe ich auf STRG rechts. Und dann einfach auf ein bisschen absenken. So. Dann senken wir das hier so ein bisschen ab. Müssen wir mal gucken. Es scheint natürlich das Gras schon durch, ne? Das gefällt mir jetzt nicht so. Das gefällt mir jetzt nicht so. Dann müssten wir wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen Kies hin machen oder so. Das können wir ja auch. Wie war denn das? F4, F5. Ah, das ist mir jetzt zu kompliziert eigentlich. Ich gehe nochmal zurück. Es ist jetzt ein bisschen hin und her. Tut mir leid, Freunde. Game Mode 0. So, und jetzt machen wir das Gras erstmal weg. Das können wir nämlich wegmachen mit der Harke. Mit der Sense. Mit der Sense, das war's. Die 3. Könnt ihr mal schreiben, ob euch die... Ah, guck mal, so können wir das schön hier wegsensen. Jetzt haben wir zumindest mal eine gerade Oberfläche. Hier kann das Gras eigentlich auch noch weg, ne? So ein bisschen. Dass wir hier durchgehen können. So. So, wunderbar. Bisschen mehr Platz gemacht. So, und dann kann hier doch schön das Fass hin. Okay, dafür jetzt wieder. Ewiges Hin und Her. Ein ewiges Hin und Her. Game Mode 1. Jetzt das Fass. Da ist das Fass. Das soll hier so hin. Am besten hier so gerade vor das Dingen vor. Einen ganz kleinen Tuck zurück, damit sie uns nicht in die Mauer glitscht. Ich setze das jetzt mal fest. So, also steht es an der Mauer, aber nicht in der Mauer. Und jetzt senken wir es hier noch einen ganz kleinen Tuck ab. So, das sollte reichen. Da scheint der Boden noch nicht durch. So setzen wir es jetzt. Ja, alles klar. Und jetzt gehen wir, das sollte reichen, da stellen wir uns dann gleich eine Leiter dran. Das machen wir auch gleich noch. Damit wir da auch rein können ins Fass, ne? Und wir müssen noch irgendwie da Wasser reinkriegen, beziehungsweise Eis jetzt im Winter, ne? Man könnte sich ja dann eine Regenrinne machen, zum Beispiel.
Und dann könnte man das hier reinleiten, das Wasser. Das wäre vielleicht auch noch so eine Geschichte. Okay, passt auf, Freunde. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier oben auf unseren Berg. Hier ist unser Scheinwerfer, der unglaublich laut ist. Ich zeige euch das. So laut ist der. Deshalb mache ich den immer aus. Wow. Da hinten ist unser riesiger Tisch. Das haben wir auch im Game Mode gemacht. Okay, also ein letztes Mal. Game Mode 0. So, jetzt sind wir wieder im normalen Bereich. Und damit ihr nicht sagt, ich habe diese Fässer aus dem Nichts erschaffen, schmeiße ich die einfach weg. Und sobald ich die wegschmeiße, verwandeln sie sich in Kisten. Und guck mal, wie weit die Kisten... Seht ihr das da unten? Wie weit die springen? Das ist echt krass. So, Freunde, zurück zum Fasse. Jetzt haben wir hier so ein Badefass, ne? Jetzt brauchen wir eine Leiter, um da reinzukommen, weil so ist schwer. Oh doch, geht auch so. Wir kommen auch nicht wieder raus. Das ist auch witzig. Jetpack-Modus an. Haha. Haha. Jetpack-Modus aus. So, wir brauchen uns eine Leiter. Wir brauchen also zwei Leitern. Eine zum Reinkommen und eine zum Rauskommen, oder? Nee, brauchen wir nicht. Wenn Wasser drin ist, kommen wir raus. Wenn kein Wasser drin ist, kommen wir nie wieder raus. Ist ja kein Problem. Es war übrigens eine weitere fantastische, wie ich meine, Idee von euch noch dabei. Da gehen wir gleich drauf ein. Ein Leiter soll reichen. So, jetzt sagt er, ja, die Leiter ist ja viel zu lang. Das ist komplett richtig. Das ist komplett richtig. Die Leiter ist viel zu lang. Und ja, es ist ein Abkühlbecken, deshalb muss da jetzt keine Heizung dran. Ne? Da muss keine Heizung dran. So, die Leiter haben wir jetzt auf der 5. So. Hat die eigentlich zwei verschiedene Seiten? Ne, die ist legal, egal, ne? So. Ich möchte die aber nicht so direkt dran stellen, sondern wir machen jetzt Folgendes. Wir stellen die so ein bisschen ab, damit die so ein bisschen schräg da dran steht, ne? Also im Grunde so. Ich kann die auch noch drehen. Wir machen die erstmal so, ne? Damit man so ein bisschen hochsteigen muss. So, jetzt setzen wir die fest. Und jetzt können wir sie nämlich auf die richtige Höhe bringen. Jetzt gehen wir nämlich hier mit der Leiter einfach in die Erde rein. Ganz einfach. So. Ja, so ein bisschen noch, ne? Damit sie oben und unten gleich ist. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir sie vermutlich noch einen ganz kleinen Tuck drehen. Das machen wir hier wieder mit Rotation. Und die setzen wir jetzt mal... Achso. Die Rotation setzen wir jetzt einfach mal auf 1%. Also so kann ich sie verschieben, okay. Und rotieren, ja, ist klar. Nee, ist nicht klar. So kann ich sie verschieben. Naja gut, dann verschiebe ich es halt noch ein bisschen. Aber ich kann, muss ja auch rotieren können, oder? Muss ich wahrscheinlich nochmal raus. Ah, ja, ich kann sie rotieren. Das ist unfassbar. So kann ich sie nur ein bisschen rotieren. Okay, dann machen wir das so. Jetzt setzen wir sie fest. Jetzt gehen wir runter. Ist ja, kommt ja auf den Pfund nicht an. Hauptsache das Gewicht stimmt, ne? So. Und jetzt muss ich sie doch auch... Ja, jetzt muss ich sie auch kippen können, oder? Ja, das kann ich. Ne, so kann ich sie verschieben. Ah, ich muss sie vorher kippen. Mist. Ich muss sie tatsächlich vorher kippen? Das ist ja doof. Das ist auch witzig so, ne? Alles gar nicht so einfach. Warte mal. SRG kann ich sie festsetzen. So kann ich sie... So kann ich gar nichts machen. Ah, guck mal, so kann ich sie kippen. So. Es hat nur ein bisschen gehakt. So, jetzt setze ich sie fest. Jetzt kann ich sie verschieben und ich kann sie auch absenken. Okay. Alles nicht so leicht, Freunde. Alles nicht so leicht. Jetzt geht sie natürlich auch eventuell rein in den Behälter. So ist perfekt eigentlich. Es wird also auch stockdunkle Nacht, ne? Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen ran. Ein bisschen. So.
Steht sie ganz ran? Ja, so kann man das lassen, ne? Jetzt vielleicht noch ein bisschen nach so. Ja, komm, so lassen wir sie. Zack. Und jetzt können wir nämlich hier hochsteigen und reinspringen, wenn wir das wollen. Aber wir machen morgen noch Wasser rein. Oh, wir können das noch ein bisschen beleuchten. Wir können da noch eine kleine Lampe reinmachen. Wollen wir das? Wollen wir da eine Lampe reinmachen? Können wir eine von denen hier einfach nehmen? Wenn ich jetzt auf lang drücken. Ausschalten. Ah, ne. Die muss ich wahrscheinlich abbauen. Okay, kein Problem. Wir gehen erstmal pennen. Es ist schon, es ist gleich 12. Es ist gleich 12. Ehe die Uhr hier klingelt, hier muss noch eine Tür rein. Hä? Unfassbar. Oh, das war eine kurze Nacht. Das war eine sehr kurze Nacht. Nein, wir bauen da keine Lampe rein. Das ist doch Humbug. So, jetzt nehmen wir, Wasser. Und zwar so lange, bis richtiges Wasser da ist. Dann kippen wir da richtiges Wasser rein. Jetzt vorerst nehmen wir kein richtiges Wasser. Oder kann ich das vielleicht sogar... Gibt es schon? Warte mal. Eins will ich nur ausprobieren. Ich weiß, diese Gießkanne ist wahrscheinlich ohne irgendwelchen Nährwert. Aber vielleicht... Geht das? Kann ich jetzt die Gießkanne hierauf anwenden? Nur ausprobieren. Man muss ja alles probieren. Nein, geht nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn da jetzt Wasser rausgekommen wäre. Weil in dieser neuen Version ist noch kein Wasser implementiert. Deshalb müssen wir jetzt uns behelfen mit künstlichem Wasser. Und zwar nehmen wir da hier bauen. So wurde es vorgeschlagen in den Kommentaren. Und ich mache ja immer das, was ihr sagt. Dann nehmen wir Glas. Nehmen wir da jetzt so leicht welliges Glas. Ja, ne? Oder das sieht natürlich nach Eis aus, ne? Ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier so leicht welliges Glas. Form auswählen. Dann nehmen wir natürlich jetzt einen Zylinder. Oder, ne, eine Scheibe. Eine runde Scheibe. Da kann man dann durchgucken, ne? Vielleicht nehme ich doch lieber einen Zylinder. Herstellen. Wir haben einen Glaszylinder hergestellt. Und der ist genau hier. Und diese Gießkanne, ich schmeiß jetzt mal weg. So, die stelle ich jetzt mal hier mal hin. Mal sehen, wie lange es... Guck mal, es sieht echt nach Eis aus, ne? Mal sehen, wie lange es dauert, bis die Gießkanne weg ist. Oder vielleicht verschwindet die ja gar nicht. Oh, guck mal, es sieht voll wie Eis aus. Total gut. Das brauchen wir noch nicht mal irgendwie... nein, nicht kippen. Wir wollen das vergrößern. Und zwar, dass es hier reinpasst. So und so. Nein, nicht dadurch. Und dann machen wir es auch ein bisschen dünner, ne? Wir machen das nur einen dick. So, und dann setzen wir das hier irgendwo rein. Wie hoch könnte das sein? Ungefähr so. Jetzt müssen wir das eigentlich ein bisschen kleiner machen. Und ein bisschen, bisschen größer. Oh Gott, das wird eine Frickelei, das sage ich euch jetzt schon. Mal festsetzen so. So guckt es natürlich an der Seite noch raus, natürlich doof. Aber ihr seht schon, wir müssen da eh noch ein bisschen. So. Jetzt machen wir das noch ein bisschen größer. Größer. So. Mal. So. Wenn es jetzt wieder absenken, dann passt das wieder nicht, ne? Aber warte doch, wir müssen es absenken. Wie hoch machen wir das? So vielleicht, ne? Also ziemlich voll, würde ich sagen. Oh, guck mal, das passt sogar. Hä? Warum passt das jetzt? Okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Oh. Jetzt kann ich oben drauf stehen. Guck mal, jetzt haben wir Wasser drin. Gefrorenes Wasser. Natürlich in Wellenform gefroren. Ja, ist doch top. Da haben wir hier einen schönen Abkühlbehälter. Wir müssen uns halt nur noch durchtauen. Sieht man das auch? Wenn man hier runterkommt, kann man es sehen, ne? Dann sieht man, dass da gefrorenes Wasser drin ist. Total gut. Hihi, wir haben einen Abkühlbehälter.
Wir haben immer noch kein Geländer. Und wir haben eine schöne Lounge. Jetzt wollten wir ja hier noch einen schönen Handtuchhalter hinmachen, ne? Da machen wir jetzt Folgendes. Aber wir haben ja Holz dabei, warte mal. Da schnappen wir uns jetzt einfach mal, keine Ahnung. Ich glaube, wir machen neue Formen. Ah, seht ihr, letztes Mal war ich dabei, die Steine reinzumachen. Seht ihr? Und dann ist mir das Spiel abgestürzt. Beziehungsweise, ich bin dummerweise auf ein Ausgekommen, ne? So, hier. Wo ist die Kugel? Das geht. Oh, wo habe ich denn die jetzt hingelegt? Die ist unsichtbar. Unsichtbare Kugel. Das hatte ich schon mal. Dass die Kugel dann unsichtbar war. Das hatte ich schon mal. Warte mal. Habe ich das irgendwie wieder weggekriegt? Guck mal, jetzt kann man die Blöcke nicht mehr sehen. Ist das ein Bug oder ist es ein Feature? Die Kanne steht hier noch. Dann können wir die doch eigentlich auch... Warte mal. Können wir die doch eigentlich auch neben oben hinstellen, oder? Das hatte ich schon mal. Dann wurden die Blöcke auf einmal nicht mehr... Ah, ich weiß auch warum. Wisst ihr warum? Weil ich hier noch... da habe ich den Block nämlich jetzt gesetzt. Weil ich das hier noch aktiv hatte. Und deshalb ist die Kugel jetzt hier oben drauf. Das soll sie natürlich nicht. Ah, okay. Es ist kein Bug. Jetzt liegt hier unten drin. Na gut. Okay, warte mal. Dann stellen wir die Gießkanne. Stellen wir jetzt hier irgendwo hin. 5. Gießkanne. Gießkanne. Die stellen wir hier hin. Wie hatte ich das gemacht? Mit Ü, ne? Oh ja, das ist ein bisschen doof. Die soll ja stehen. Wahrscheinlich muss ich das so machen. Nee, das war doof. Ah, guck mal. Steht ein bisschen im Weg, ne? Aber wir können sie auch nicht umkippen. Sie ist unumkippbar. Kann ich die noch näher ranstellen hier? Es tut mir leid, Freunde. So bin ich. Ah, guck mal. So ist besser, ne? Haben wir gleich noch die Gießkanne stehen. Mal sehen, wie lange die stehen bleibt. So, Peoples. Jetzt machen wir hier unser Ding hin. Das machen wir jetzt. Das kommt jetzt. Hier könnte noch so eine kleine Chill-Lounge hin. Aber vielleicht auch ein Arbeitsplatz. Da müssen wir gucken. Ach so, die super Idee. Die super Idee habe ich ja noch gar nicht vorgetragen. Wir sind immer ja noch bei den normalen Ideen. Die kommt gleich. Ziemlich am Ende. Okay, warte mal. Woraus machen wir das mal? Aus irgendeinem schönen Werkstoff. Vielleicht aus dem hier. Oder aus dem hier. Ich finde das Zeug so schön. Davon machen wir mal 6 Stück. Jetzt müssen wir noch eine Form auswählen. Ja, da würde ich ja fast sagen, wir nehmen mal die Bögen und stellen die mal her. 12 Stück. Okay, jetzt gehen wir mal hoch. Achso, und eine Stange brauchen wir noch unbedingt, ne? Unbedingt noch eine Stange, also gleiches Material. Oder können wir... Wir haben das Material genommen, ne? Warte, ich gucke mal kurz. Die 130 haben wir genommen. Einmal die 130... Dann können wir für die Stange können wir auch das hier nehmen. Das ist auch in Ordnung. Davon brauchen wir nicht so viel. Davon brauchen wir nur eine. Und davon brauchen wir eine Stänge. Zylinder also. Herstellen. So, Freunde der Nacht. Ach, schön unser Badezuber. Oh, man kann so drauf springen. Das ist gut. Er ist noch genau, der hat genau die richtige Höhe. Wir können ja unglaublich hochspringen. Eigentlich, wenn ich mal nicht mehr als, arbeite, dann als Hochspringer auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir nämlich hier unsere neuen Formen. Das nimmt ja ganz neue Formen an. Und zwar erstmal die Dinger. Natürlich viel zu groß. Die werden wir jetzt mal drehen. Und da mache ich mal ganz gerne, dass ich das dann tatsächlich hier von der Drehung her auf 45 setze. Damit man nicht so viel Frickelei hat. So, dann drehen wir es nochmal so. Da hat man jetzt hundertprozentig auch die richtige Form. Jetzt machen wir es aber extrem viel kleiner. Und zwar... ein... mal... keine Ahnung. Ja, nicht zu klein. Mal 3. Mal...
War so ungefähr, ne? So. Und dann setzen wir das hier händisch ein, tatsächlich. Oder ist das noch zu groß? Nö, ich finde das eigentlich so ganz nett. Dann nehmen wir einfach die Linie hier. Zack, setzen das dahin. Dann werde ich das jetzt einmal drehen. Nein. Ich kann das auch so drehen, ne? Ah, nee, ja. Hahaha. Gar nicht so einfach. So, jetzt setze ich das hier einfach oben drauf. Von Hand. Tatsächlich. Ehrlich. Ah, Mann. Was man natürlich auch machen kann, man kann jetzt hier das Magnetwerkzeug nehmen, ne? Dann geht das aber überhaupt nicht. Mist. Das heißt, wir können das ja eigentlich auch so lassen. Warte mal. Einfügen. Und den zweiten setzen wir dann halt, keine Ahnung, hier so hin. Ja, geht so. Und da machen wir jetzt einfach eine Stange zwischen. Da habe ich hier ein paar viel von gemacht. Naja, da kann man noch andere Wandregale, kann man schöne Wandregale von machen noch. Aber das sollte ja ein Handtuchhalter werden, ne? Nehmen wir hier unseren Zylinder, haben wir auch zwei von. Den machen wir jetzt so klein, wie es geht. Lü. Und Lü, vor allen Dingen. So und so. Und dann drehen wir den. So. Machen den ein bisschen länger. In dem Fall hier mit Bild. So, so gefällt mir das schon ganz gut. Ich lasse das hier an den Seiten so ein bisschen rausstehen. Jetzt setze ich das fest, damit ich das die Platzierung verändern kann. Die Platzierung von 1 bis 100. Oh, Uhr, die Uhr schlägt. Und dann machen wir es einfach hier schön in der Mitte. So. Ja, kann man so machen, ne? Zack, und jetzt ganz wichtig, das wieder aufheben. Und schon haben wir hier einen schönen Handtuchhalter. Kann man schön sein Handtuch rüberhängen. Oder auch zwei, wenn man das unbedingt will. Ne? Jetzt könnte man hier natürlich noch ein schönes Bild hinmachen und so. Das ist aber alles noch nicht eingefügt. Deshalb würde ich sagen, Sauna-Projekt abgeschlossen tatsächlich. Bis auf hier hinten die kleinen Ecken, die müssen noch gemacht werden. Na, die müssen noch gemacht werden. So, Sauna-Projekt sozusagen abgeschlossen. Hier oben würde ich vielleicht noch eine schöne Bank hinstellen. Das machen wir jetzt gleich noch. So kleine Projekte erstmal, ne? Ah, unser Badefass ist auch abgeschlossen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu einer ganz anderen Nummer. Denn die liebe Stefanie oder Steffi, darf ich Steffi sagen, hatte geschrieben, dass wir ja hier irgendwo eine kleine Ecke einrichten können oder Fensterbänke. Fensterbänke haben wir übrigens, die sind ein bisschen klein, ne? Da passt nicht viel drauf. Da passt nicht viel drauf. Das Einzige, was da drauf passen würde, wäre eine Flasche. Warte mal. Haben wir, allgemein. Irgendwo war nämlich Einrichtung. Es gab auch Flaschen, glaube ich. Naja, oder ist das bei Waffen? Ausrüstung. Hier, es gibt auch so Flaschen. Dafür benötigen wir allerdings eine Eisenplatte. Und die Eisenplatten können wir ja herstellen. Das ist ja kein Problem. Und zwar allgemein Eisenplatte herstellen. Ich stelle gleich mal 6 Stück von her. Und jetzt Ausrüstung. Flasche herstellen. 4 Stück haben wir jetzt. Und die können wir jetzt hier in die Fensterbänke stellen. Theoretisch, oder? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Können wir die auf den Tisch stellen? Warte, wenn ich mich hier so vorstelle und die jetzt nehme und einfach hier so. Ach, guck mal, das geht. Aber es kann sein, dass die bald verschwindet. Ich lasse sie jetzt einfach mal hier stehen. Und eine möchte ich aber gerne in die Fensterbank stellen, weil das so gewünscht wurde. Ich habe doch nur eine hergestellt. Ich dachte, das wären jetzt 4. Das ist ja kein Problem. So, 4 Flaschen. Wo habe ich die denn alle? Ach, da. Kann ich die jetzt auch irgendwie trennen? Oder sind die jetzt... Naja, ist egal. Die 4? Oh Gott, das geht bestimmt in die Hose. Dass die da, die fällt mir bestimmt runter. Mal gucken. Oh, ja, ich muss noch näher ran.
Mist. Aber ich habe noch eine Flasche. Okay, pass auf. Im Winter. Nee, die ist kaputt. Die ist kaputt. Ja, das geht nicht. Aber hier auf dem Tisch habe ich sie gestellt. Und unsere Gießkanne steht ja da oben. Jetzt wollte ich gerne noch einen Schrank bauen. Wir sind noch ein bisschen am Einrichten. Aber ganz am Schluss kommt dann schon mal der Vorgucker für das nächste Projekt, was ganz witzig werden kann. Achso, habe ich ja schon erzählt ein bisschen, ne? Also, dass hier in die Fensterbänke Kerzen sollen für die Seemänner, die vor dem Bau des Leuchtturms verstorben sind, die dann halt an Land gelaufen, also ne, ihr wisst schon. Boah, 32 Holz brauchen wir dafür. Okay, stellen wir mal einen her, einen Schrank, weil das ja ein bisschen karg hier ist noch, also kerklich, kläglich. Und der ist ja natürlich auch groß, der Schrank, ne? Der Schrank ist natürlich auch groß. Den würde ich hier zwischen die Fenster stellen einfach. Und da würde ich euch immer empfehlen, bei so großen Sachen, dass er die einfach mit STRG rechts festsetzt. So, ne? Und jetzt könnte man, also jetzt könnte man sagen, zum Beispiel, der steht mir jetzt zu weit da, dann kann man den so ein bisschen rüberschieben, ne? Das ist ganz nett eigentlich. Und ich kenne das, manchmal gibt es so Schränke, die sind hinten so ein bisschen ausgekoffert, damit sie näher an der Wand stehen. Das ist natürlich hier auch möglich. Annehmen wollte ich ihn nicht. Ich wollte ihn ein bisschen ranstellen. Aber nicht zu doll. So, ne? Dass man die hinten so ein bisschen ausschneidet, einfach, dass sie so ein bisschen näher an der Wand stehen. So haben wir ungefähr so eine Handbreit und hier mal ein bisschen mehr. Das heißt, ich würde ihn sogar noch ein bisschen rüberschieben. So ungefähr. Ja, ich glaube, so kann er stehen bleiben. Zack. Und ganz wichtig, wieder ausschalten. Das, ne? Und guck mal, jetzt haben wir hier einen wunderbaren Schrank. Ich hoffe, mal gucken, wie lange die Bierflasche da stehen bleibt. Weil dann könnten wir nämlich Sachen einfach hinlegen irgendwo. Das wäre ja ganz cool. Ich guck mal hoch, ob die Gießkanne noch steht. Ja, und auf jeden Fall hat sie geschrieben, halt so ein kleine in die Fensterbänke Kerzen aufstellen für die Seeleute, die umgekommen sind, bevor hier alles gemacht wurde, bevor der Leuchtturm gebaut wurde. Also jetzt immer noch, weil der Leuchtturm ist ja noch nicht fertig, ne? Ach, das Feuer knistert. Ich dachte, das ist ein Tropfgeräusch, das wäre natürlich auch cool. Die Gießkanne steht noch, also von daher. Von daher. Und da hatte ich mir nämlich überlegt, ja, ist eine coole Idee. Kerzen können wir natürlich schon mal aufstellen, wenn wir das wollen. Wir können aber auch einfach einen kleinen, so eine kleine Kapelle bauen oder so einen Schrein. Und für die verstorbenen Seeleute. Wo man so hingehen kann und Andacht halten kann. Und die würde ich ganz gerne hier hinten auf diesen kleinen, auf diese kleine Kuppel bauen. Wisst ihr, dass man die hier so hinbaut? Hatte ich mir überlegt. Wie machen wir das am blödesten? Warte mal, lass uns mal gucken. Wir bräuchten erstmal eine Grundplatte. Ich will mal ganz kurz bei den Formen gucken. Warte mal. Bauen. Dass wir da so einen kleinen Andachtsschrein machen. Der könnte ja zum Beispiel sein aus dem Bodenmaterial hier, ne? Das ist, finde ich, ziemlich schön. Wenn ich jetzt sage, einmal herstellen, haben wir da so ein Sechseck? Ne, haben wir nicht. Wir haben nur einen Kreis. Wir könnten das Ding natürlich rund machen. Wir können es aber auch so halbeckig machen. Also so sechseckig würde ich ganz cool finden. Dann wird das aber ein bisschen schwer mit der... Warte mal. Nee, wird es nicht. Wenn wir nämlich hier diese Rampen nehmen. Warte mal. Ich nehme jetzt mal die Rampen. So, und davon mache ich uns jetzt mal... Rampe ist ja richtig, ne? Ja. Und davon mache ich uns jetzt mal... Keine Ahnung. Hier, 22 Stück. Und dann nehme ich dasselbe Material... Und macht uns daraus auch nochmal 22 Blöcke. So, jetzt gehen wir mal hoch. Machen wir mal die Grundfläche schon mal.
hier oben drauf. Wie wir die ausrichten? Hoa, mal gucken. Es darf nicht zu groß werden, das Ganze. Man könnte das natürlich jetzt hier ein bisschen einebnen. Einebnen. Mit zum Beispiel mit der Harke. Wo habe ich die denn da? Hier ist die Harke. Die nehme ich jetzt mal auf die 3. Machen wir hier uns mal ein bisschen platt. Das hat den Vorteil, dass wir hier auch gleich so ein bisschen... Hier machen wir uns mal ein bisschen Platz, ne? So, guck mal. Haben wir hier schon mal so eine kleine Grundfläche. Hier müsste noch ein bisschen weg. Hier. Und jetzt sagen wir, wir nehmen jetzt hier den Stein erstmal. Den und die Eisenplatte kann man weg. So. Dann setzen wir uns jetzt den Grundstein sozusagen. Ist die 5. Der Grundstein wäre dann, sagen wir mal, hier. Den setzen wir uns gleich ein bisschen tiefer. Quatsch. Nicht verkleinern, sondern tiefer setzen. STRG. So, Grundsteinsetzung. Man könnte das natürlich auch... Warte mal, wenn ich das jetzt ausmache und mach mal das Gitter an. Dass wir erstmal so ein Grundgitter haben, ne? Das wäre vielleicht besser. Dass wir hier so einen ganz klaren Grundpunkt haben. Nehmen wir das mal als ganz klaren Grundpunkt. So. Ich mache das jetzt einfach mal. Das ist unser Grundstein. Dann setzen wir einen nach hier. Einen nach da. Einen nach da. Und einen nach da. Und noch einen. So. Und hier setzen wir jetzt Rampen dran. Das ist ein bisschen klein noch, ne? Einen größer müssten wir wahrscheinlich noch. Darf ich dann sogar noch einen runtergehen? So. Jetzt haben wir 3 nach jeder Seite. Das ist immer ein ganz gutes Maß. Mehr würde ich aber nicht machen. Dann machen wir hier 2. Ja. Kann ich da runtergehen? Ja. Wie viele haben wir noch? Noch 2, okay. Wir brauchen noch ein paar von den Dingern. Aber das ist ja nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Machen wir noch welche von. Es soll ein ganz kleines Ding werden. Also soll, ich möchte das diesmal möglichst klein halten. Ja, ich weiß. Es wird nicht funktionieren, sagt er jetzt. Und er baut immer dann zu groß. Denn im Grunde... Ah, das wäre auch schön gewesen. aber die sind auch sehr schön. Form auswählen. Machen wir nochmal 22. Komm, zack. Auswählen. Ich hätte jetzt auch abgerundete Kanten nehmen können. Dann wäre das so ein bisschen... Aber nee, ist schon ganz gut so. Ist schon ganz gut so. 5 vielleicht? Ja. Wir behalten jetzt erstmal nur diese Grundform bei. So, und dann machen wir hier noch einen dran und da noch einen dran. Und jetzt mache ich das, jetzt nehme ich mal die andere Form, nämlich dieses Ding hier. Und stelle mir das Teil aber, nee, das war falsch. Wahrscheinlich muss ich so, soll ich so tun und dann nochmal drehen. So, und dann machen wir nämlich hier den hier. Und den hier. Jetzt drehen wir das einmal. Das soll so eine ganz kleine Kapelle halt werden, ne? Und ich finde, das ist schon, sieht gar nicht so schlecht aus. Kann ein, ja doch, sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir mal hier gucken, weil es kann sein, dass es hier jetzt nicht ganz passt. Dass wir hier nochmal runtergehen müssen. Ja, da, ja. Warte mal, wenn ich das jetzt festsetze... Und dann sage ein tiefer, dann macht er das auch, genau. So ist das schön. So machst du das fein. Also ich habe jetzt ganz kurz das mit der STRG-Taste rechts festgesetzt. Dann geht er ein Block und dann auf Bild abwärts gedrückt, dann geht er ein Block tiefer, ne? Für alle, die das hier so ein bisschen vielleicht nachvollziehen wollen. Könnt ihr das überhaupt nachvollziehen, was hier los ist? So, jetzt machen wir es hier so. Das könnt ihr natürlich dann hier theoretisch genauso machen. Also, na, jetzt seht ihr, jetzt kommen wir hier nicht tiefer. Jetzt drückt er rechts STRG, Bild einen ab und schon passt es. Dann lasst er das wieder los und probiert das hier irgendwie auch. Also wieder, ne, STRG und zack. Ne, das war falsch.
Da, so schiebt er einen Block rüber, so schiebt er einen Block tiefer und schon habt das. Wunderbar. Das ist unsere Grundform. Die Grundform ist da, von der kleinen Kapelle. Na? Das soll ja nur ein ganz kleines Ding werden, wo man so reingeht und ein paar Kerzen anzündet. Mehr soll das ja nicht werden. Jetzt können wir hier wieder rausgehen. Wir gehen wieder auf die 5 für das andere Kram. Und dann setzen wir hier einfach das voll. Damit wir hier erstmal eine Grundplatte haben. Die Grundplatte. So. Grundplatte ist da. Wunderbar. Und das Schöne ist, wir haben ein Zentrum, einen Mittelpunkt und wir haben eine schöne kleine Grundplatte für die Kapelle. Und jetzt könnt ihr ja, ich kann das auch Gitter jetzt auch ausschalten. Wir haben jetzt die feste Form hier. Hat so ein bisschen was von so einer Windrose, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Und ist aber erstmal noch ganz, ganz simpel. Jetzt könnte man das auch, guck mal, da haben wir übrigens die gleiche Grundplatte gewählt. Komisch. Also fast, ne? Wir haben ja hier diese Riesenblöcke damals genommen, weil es endlich mal möglich war, Riesenblöcke zu nehmen. Jetzt haben wir eine kleine Grundplatte. Hier kommen dann die Mauern drauf. Die Frage ist jetzt halt, wie machen wir aus, was machen wir die Kapelle? Machen wir die komplett aus Stein? Hier wäre dann so der Eingang, ne? Meinetwegen kann, brauchen wir ja nicht alles so ganz gerade machen. Oder hier vorne. Ja, ich würde es schon sagen, hier. Dann können wir das da vielleicht... Oh nein, jetzt habe ich einen Block gesetzt. Wollte ich gar nicht. Aber ich kann den wieder recyceln. So. Ich kann jetzt nochmal die Hake nehmen. 3. Das geht meistens in die Hose. Und hake das hier einfach nochmal ein bisschen hoch. Geht das? Ja, nee. Lassen wir lieber so. Eh was ganz kaputt machen. Wir machen uns dann halt hier so eine Art Weg hin. Aber das machen wir später. Und hier so eine ganz kleine Kapelle, wo man in die Ferne gucken kann. Und da kommen dann halt so ein paar Kerzen rein. Vielleicht hier so zwei Fenster. Naja, das machen wir uns schon schick. Sie ist sehr klein. Sie ist sehr klein. Dass man gerade so reingehen kann, wird die werden. Ne? Das heißt, hier kommt ein Grundpfeiler hin. Die Grundpfeiler der Erde. Und es klingelt, es ist 12 Uhr. Und ich sehe auch, die Folge ist wieder um. Wir haben einiges geschafft, Freunde. Wir haben einen Badezuber gebaut, der allerdings natürlich jetzt im Winter eingefroren ist. Wir haben eine Flasche auf den Tisch gestellt. Wir haben kein Eisen geschmolzen. Wir haben einen Schrank aufgestellt, der natürlich auch noch eine andere Farbe bekommen kann. Der muss jetzt so nicht bleiben. Und wir haben die Sauna sozusagen fertig gemacht. Mit Gießkanne. Und ich bin gespannt, ob die nächste Mal noch da ist. Und einem kleinen Eimer für Wasser. Ein Wassereimer auch genannt. Und hier den Handtuchhalter haben wir gebaut. Und ja, alles ist wunderbar. Alles ist toll. Und ich sage nun, schreibt mal, ob euch das mit der Musik gefallen hat oder ob wir lieber wieder ohne Musik spielen wollen. Ich sage jetzt, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron aus der Rising World.